frage ich mal so rum, was hätte es hier noch so gegeben? Okay, Fililu. Ich nehme es zurück. Ich glaube, Wieso ist besser als Fililu. Wobei, nee, ist es nicht. Ey, kann ich das besiegen? Kriege ich das besiegt hier? Mach mich nicht schwach. Er kann Verfolgung. Ich muss flüchten. Ansonsten stirbt. Also wenn ich jetzt nicht flüchten kann, dann bin ich tot, ne? When you try your best, but you don't succeed. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nee, ich kann nicht rauswechseln. Ich habe Angst. Naturkraft mache ich jetzt. Scholtik schläft noch. Payback auf Azure. Dieses Rumwechseln bringt halt nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass er mit Joltik Seemobs killt. Macht er. Er ist natürlich scheiße. Auf der anderen Seite überlebe ich jetzt vielleicht in der E-Mail doch mit Glück. Komm, please. Gib ihm. Crit. Nochmal ein Crit. Ich glaube, die Crit-Rate wurde wieder erhöht. Wie ein Renegade. Schreibt mal in die Kommentare. Oh mein Gott, das reicht nicht. Hä? Was? Jetzt macht der plötzlich Rock-Tomp. So ganz plötzlich kommt er auf die Idee. Come on. Also das ist ja wohl frech, Zertrümmerer. Na geil. Natürlich kriegt er direkt Defense Drop. Waterpuls reicht nicht, wie wir gelernt haben. Das heißt, es wird jetzt auch der gute Conan sterben. Außer, was jetzt meine Hoffnung ist, ich kriege mit Waterpuls die Verwirrung. Ansonsten ist das Ding tot, weil der kann safe irgendwas. Sagen wir Elektroattacken oder so. Shockwave, sag ich doch. Und natürlich kriegen wir keine Verwirrung. Und RIP Conan. Ich wusste, dass irgendwas stirbt in dem Kampf. Es ist einfach klar gewesen. Kommt das letzte Pokémon rein und ich bin mit beiden Mons fast tot. Das ist ein Evoli, ja, RIP. Wie soll ich das jetzt besiegen? Genauigkeit senken könnte ich machen. Das wird es gewesen sein. Vor dem Leiter wird es das gewesen sein. Genauigkeit senkt, ja, schön. Ach, er macht 12. Okay, dann ist die Genauigkeit eh egal. 2 KP. Frustration mit Muskelband, das reicht auch nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Frustration, ich habe verloren. Quick Attack. Natürlich trifft die. Einfach nur... brillant. Ich muss auch nicht irgendwas rummachen. Das ist. Irgendwann ist es vorbei. Und zwar jetzt. Ja. Aber ja, das war's. Ich würde auch sagen, für den nächsten Run suchen wir uns einen anderen Starter auf. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Heck, das macht nicht mal die Hälfte. Also schadenstechnisch wieder enttäuschend. Und Schwalbini kriegt sehr viel Damage ab. Das meinte ich. Low Sweep und. Genau diese Kombination habe ich gemeint und natürlich ist es... Warum machen die so viel Schaden? Ja, Fake Out auf jeden Fall. Das Milzer muss irgendwie weg. Das greift jetzt erstmal nicht an, das ist gut. Struggle Bug. Achso, ja, komm. Also ganz ehrlich, das Fililu ist einfach nur scheiße. Es tut mir leid, aber es ist einfach Trash. Jederzeit Pokémon tot. Das ist aber auch ein kranker Kampf. Da kannst du fast nichts gegen machen. Eigentlich würde ich ungern rumwechseln. Wirklich ungern. Warum kann ich auch nicht? Die halten alle nichts aus. Ich greife an. Ich greife wirklich einfach an. Es hat keinen Sinn. Air Cutter. Wir sind hoffentlich schneller. Sind wir nicht. Und er macht locker. Warum sind wir langsamer? Ich sorge jetzt so schnell. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, es wird sterben. Nicht mal bei Yorkleff machen wir die Hälfte Schaden. Was ist das für ein Dreck? Donner. Tot. Was? Das reicht nicht? Wir haben halt nichts zum Heilen und er hat keins eingesetzt. Es hat keinen Sinn. Ich muss Dusulgo sterben lassen. Es tut mir leid. Hat keinen Sinn. Er hat Verfolgung gemacht. Okay, zum Glück bin ich nicht gewechselt. Wir haben wirklich nichts gegen den. Es ist komplett krank. Das wird nichts abziehen, ne? Was? Aber er heilt nicht und er macht da Eroas. RIP Pummeluff. Warum? Oh Mann. Das ist doch einfach scheiße. Kannst du bitte mal critten oder so? Das macht einfach echt gefühlt nichts. Das ist krank. Der kann Waterpuls. Ach so. Ja, gut. Fair, Freunde. Das nennt man Fairness. So ein Griffel ist schneller als mein ganzes Team, ne? Von daher sage ich jetzt mal GG. Das war's. Hey, Gen. Ach so. Dein letztes Pokémon oder was? Ist mein Faxo. Super. Wie fair. Ja, zu Tode flinchen wäre jetzt eine Möglichkeit, ne? Bera da auch noch. Klasse. Und Rocktomp. RIP, das war's. Wir haben verloren. Das ist komplett gaga. Sorry, aber diesen Kampf kann ich mit diesem Team nicht schaffen. Das Team ist zu schlecht, was ich hier habe. Es ist einfach Fakt. Da wäre auch... Nee, das reicht nicht, ne? Nee. Und RIP. Was soll ich machen? Nicht zu schaffen. Unmöglich. Ich kann nicht auswechseln, ne? Wenn der mich jetzt angreift, bin ich tot. Okay, wie ist die Lage? Nicht so gut. Also wir haben auf jeden Fall schon den Pflanzenaffen verloren und ja, das war's eigentlich. Wie viel Schaden? Es macht safe übelst viel Schaden, ne? Ich glaube, ich würde das Milzer gerne fokussen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. Bitte flint ansonsten. Okay, tot. Das trifft beide. Ja gut, vorbei. Neustart, ich mache auch gar nichts mehr jetzt. Rocktomp kann's auch noch.
Wie fair. Ne, wisst ihr was, da kann ich direkt, da müssen wir gar nicht lange rummachen, weil das ist gelaufen. Wir verzeichnen 4 weitere Tode und gehen in den nächsten Try. Ich greife jetzt einfach an, oder? Strugglebug, ja, RIP. Jetzt sinkt mein Spezialangriff noch, also ist das komplett hinfällig wieder. Das ist einfach purer Abfall. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, dieser Kampf. Einfach rein, ich habe keine, ja, tot. Taubs ist auch tot. Alter, was? Milza muss sich jetzt selbst treffen. Hex. Oh mein Gott, ich erkenne die Taktik. Die wollen hier... Das ist so ekelhaft. Alter! Und es hat einen Live-Orb. Das trägt einen Live-Orb. Ja, GG. Und es ist leider männlich, sehe ich gerade. Nicht wie meine Theorie bestimmt war. Toxic Spikes, dann sind alle vergiftet und dann macht Hex doppelten Schaden. Das ist komplett gaga. So, RIP Melvin leider. Ey, ich muss Maskering jetzt reinschicken, oder? Vielleicht macht das da irgendwie zufällig mega viel Schaden. Tatsächlich. Alter, Telmia. Bebop, bitte tu es nicht. Okay, RIP Telmia. Das Ding kann Drill Run. Sehr gut, perfekt. Ich kann mir das nicht leisten, mit CME immer rumzuwechseln. Es tut mir leid. Es tut mir leid, mein liebes Glibungu, du bist leider eh nicht gut. Ich werde dich jetzt einfach opfern. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Es geht nicht anders. Das macht einfach gar keinen Schaden, dieses Ding. Das ist sehr effektiv, das ist nur ein Kustilla. Und Fokus, Mann. Ja, du stirbst am Hagel, Kollege. Sorry, aber es ist unmöglich, hier ohne Tod rauszukommen. Ich kann Maskering nicht opfern. Ich kann kann ich nicht. Kann ich nicht tun. Dann muss ich lieber Bisa Knosp opfern. So leid mir das tut. Für macht das Pack bitte nicht so viel. Ja, GZ. Vielleicht heile ich mich ja gut dagegen, wobei das wird nicht reichen. Rufflein hat, glaube ich, einige KP, aber das wird nicht reichen. Das reicht nicht aus! Das kann nicht sein. Toll. Und es ist einfach drauf. Es hat keinen Zweck. Da muss ich jetzt nochmal selber treffen, bitte. Nicht mehr kommen. Gibt kaum auf. Schacken. Alles trash für mich. Das heißt, ich drücke jetzt endlich. Mach Knockoff. Klaue den Evoliten, das macht gar nichts und werde leider Skuntank hier drauf gehen lassen. Ich kann ja nichts reinwechseln, ist unmöglich. Und tot. Jetzt kommt wieder Magneton rein und nimmt mich hops. Nee, Rotom. Soll ich jetzt einfach drin bleiben oder soll ich auswechseln? Mann, das ist auch einfach scheiße. Vielleicht geht Blizzard daneben. Ich hoffe, dass Blizzard daneben geht. Ich sag's euch, wie es ist. Oh mein Gott, es geht wirklich daneben. Komm, bitte Antikraftboost oder so oder Kill. Das macht. Guck dich mal diesen Schaden an. Geht nochmal dann. Oh mein Gott, wir haben gerade Glück. Bitte critte ihn oder sonst was. Bitte. Nein. 1 KP. Und jetzt trifft's. Ja gut, das wäre auch jetzt ein bisschen unverdient gewesen. Ja, Rico ist tot. Ich hoffe, da kommt jetzt die Elektroattacke. Wäre wünschenswert. Wenn nicht, dann kotze ich im Strahl. Da kann Kreuzi wahrscheinlich oder so ein Scheiß. Der macht... Das ist Betrug. Er macht Brick Break auf den Switch-In. Flinkklaue. Ja, also das ist ja wohl frech. Stirb. Das reicht nicht aus. Alter, Rion, bist du scheiße oder was? Ja, Psychokinese, so eine Scheiße, Digga. Digga, warum bin ich langsamer als der? Alter, das ist wirklich Elektro-Pokémon. Aber es ist das letzte Pokémon, ne? Aber es wird jetzt noch irgendwas sterben. Was soll ich denn machen? Ich muss drin bleiben. Vielleicht macht er was anderes? Nö, Maskering ist auch tot. Aber dieser Kampf ist ja komplett lächerlich. Bubble Beam auf Arbok. Okay, wie macht es? Bugbuzz. Ah, mit Juwel. Bitte auf Unratütox. Okay. Das ist One-Hit. Nicht sehr effektiv. Blitzer wird sterben, weil das Ding safe auf mich gehen wird, oder? Also auf Blitzer. Bitte nicht. Geh auf Victini, bitte. Erstle. Was soll ich machen? Sorry, Arbok. Ich werde dich leider opfern. Es geht nicht anders. Denkt ihr, Neko schafft das? Er kann safe eine Psychoattacke. Er macht aber Tri-Attack. Ich hätte so Latinecto rauswechseln können. Scheiße. Ja, wusste ich nicht, ob er jetzt vielleicht was anderes macht. Ja, RIP. Okay, jetzt ist die Frage. Hoffe ich, dass Neko einen Angriff überlebt? Mit dem Evoliten, er muss... Neko, du musst einen Angriff tanken. Du musst. Und ich hoffe, dass Lowsweep genug Schaden macht. Aber das sollte doch, oder? Gerade so. Recover. Nein, du machst nicht wirklich Recover. Ich raste aus. Jetzt mache ich nicht mehr genug Schaden, ne? Das darf nicht wahr sein. Okay, doch, es macht genug Schaden. Wenn er jetzt angreift, Psychoschock, bitte tank das. Du bist kein Psycho, das ist kein Step, das tankst du. Neko! Und jetzt muss es killen. Wenn der Angriff jetzt nicht killt, dann ist es so. Aber es muss killen. Ich wusste es. Es ist so eine Scheiße. Es ist so eine Dreckskacke. Schlechte Roll, was willst du dagegen machen? Es ist einfach lächerlich. Ich mache halt dem am meisten Schaden. Mit Wasserattacken, logischerweise. Crunch, das war so klar. Wie viel macht es? Holy shit, okay. Ich denke mal, Gewohnheit wird jetzt sterben, leider. Rockslide, ja, das war's. So, kann ich jetzt bitte mal treffen? Oh, du kannst Hex, ne? Weißt du, Hypnose ist eine Scheißattacke. Ich weiß es wieder, warum. Ich hasse diese Attacke einfach. Es ist grausam. Bruder, du machst Hex, oder? Du machst doch Hex. Ist doch wieder nur ein Bait. Drückt einfach Blizzard. Jetzt kommt ein Crit, passt auf. Ach, Digga! Was ist das denn? Ja, toll, jetzt verkacke ich hier. So lächerlich.
Guck dir mal den Schaden an! Ja, RIP und die fucking Para dauern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Latenecto wird sterben. Mann, das ist doch einfach scheiße. Ich werde Latenecto nicht opfern. Vergiss es. Aber was soll ich denn jetzt machen gegen den? Ich muss hoffen, dass Amoroso einen Attack überlebt. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Worte. Ich hab wirklich keine Worte dafür. Ich muss hoffen, dass der das tankt. Aber der tankt nicht, ne? Vergiss es, wir haben verloren. Wir verlieren an einem Vortrainer gerade. Die hat noch ein Pokémon, ne? Vati. Es ist nur Vati. Trotzdem, wie soll ich das denn jetzt besiegen? Ich muss ja einfach angreifen. Es hat ja keinen Zweck. Ja. Entweder Crit oder Tod. Tod. Drei Monster an einem Vortrainer. Ich kann das nicht fassen. Nee. Gegen jeden was, außer Flampivian. Also Flampivian muss ich gleich reinschicken und damit der das killt. Bedeutet, ich muss jetzt irgendwas opfern. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich schicke Enrico rein. Vielleicht macht der irgendwas Dummes. Solarstrahl. Ja, hätte ich natürlich mit Mythodos abfangen können, aber der ist halt auch zu langsam. Das bringt halt auch nichts. RIP Goldking. Du hast lange überlebt, mein Lieber. Du warst einfach nur... Du lebst noch. Okay, aber das bringt mir, glaube ich... Nee, ich kann Mudshot machen, wenn ich schneller bin. Nee, bin ich nicht. Okay, dann nicht. Aber ist Flampivian schneller? Ich hoffe es mal für ihn. Sonst haben wir ein Problem. Ich muss den jetzt nämlich one-shotten. Dann muss ich jetzt noch einen Kampf machen, weil ich kann mich nicht heilen, oder? Nee, die gehen. Nee, der wird auch noch kämpfen. Und ich werde nicht geheilt. Und gegen Kingla habe ich nichts. Das wird jetzt sehr, sehr eng für Mythodos, aber ich muss es riskieren. Confuse Ray. Agilität. Du bist eh schneller, Digga. Das ergibt wieder mal gar keinen Sinn. Triff dich bitte einfach selber. Natürlich nicht. Aber es ist nur High Horse Power. Oh, ich glaube, das reicht leider. Giftig, ich habe 104 KP. Ich glaube, das reicht. Ja. War leider klar. Ja, Sumpex muss ich aufs Spiel setzen, Leute. Das ist einfach so. Sumpex wird aufs Spiel gesetzt, leider. Er führt keinen Weg dran vorbei. Ja. Ja. Eins davon wird auf jeden Fall sterben. Hier zwar nochmal ein Moxie-Boost, was Gutes für danach, aber ich denke, es wird Ninetales treffen. Oder ist Quassel schneller? Nee, es ist nicht. Aquatel, das könnte. Das killt nicht, oder? Weil bin ich in der Range von der Fähigkeit? Ah, stimmt, Sturdy. Nein. Okay, jetzt aber aufpassen. Prio-Attacke. Ich habe Shadow Sneak. Ich habe auch eine Prio. Und ich war schneller? War ich schneller? Ich glaube nicht, dass ich schneller war, oder? Oh nein, bitte nicht. Ich habe keine Prio auf den anderen. Egal. Ich hasse mein Leben. Smart Strike, I guess. Das macht aber echt gar nicht so wenig Schaden. Wenn er mich jetzt crittet, bin ich tot. Tatsächlich. Das kann ich ja nicht riskieren, ne? Aber jetzt nochmal rumwechseln. Okay, wir haben halt noch Skelabra voll. Das ist eigentlich ganz geil, weil das Krabum so gut besiegt haben. Aber das ist echt lächerlich. Crit. Ja, und jetzt? Das macht so viel Schaden. Ich muss jetzt leider Boltoros opfern. Was ist das für ein Betrug? Das wird mich jetzt killen. Egal, was er einsetzt. Hä? Warum macht das so viel Schaden? Plus 1 Bugbite? Ich probier's. Eigentlich ist es sicher, das soll er mir können. Er überlebt. Aber kann er mich jetzt killen? Mit Shell Smash. Oh, scheiße. Das ist sein Plan, okay. Oh, scheiße. Jetzt bin ich langsamer als der, ne? Ich habe einen Plan und der besteht darin, dass wir Eli umbringen. Oder warte mal, er hat Holzhammer wahrscheinlich. Dass wir ihn vielleicht da... Pass auf, es kommt eine Gesteinsattacke. Wir gehen auf Mr. Knister raus. Dann kommt die Bodenattacke. Dann wechseln wir auf jeden Fall... müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal Head Smash. Keine Steinkante. Alter, der kriegt keinen Rückstoßschaden. I see. Also ist die Wut-Thematik auch vom Tisch. Dann müssen wir jetzt Eli opfern. Also jetzt kommt das Erdbeben, ne? Der ist halt schneller als alles. Ich glaube auch schneller als Papunga. Und Papunga brauche ich noch. Also selbst wenn ich wechsle Eli rein, mach Tiefschlag. Und dann müsste Shadow Sneak von Golgantis reichen. Oder das Fokusband aktiviert sich. Aber das kann ich nicht riskieren. Ich gehe auf Zakapanisch. Vielleicht killt das ja sogar. Ich bezweifle es aber. Und RIP. Oder selbst, ja, stimmt. Sattelsturm ist auch noch da. Falls Fokusband. Na gut, aktiviert sich eh nicht. Da war das Fokusband eh dumm. Fällt mir gerade auf. Überlebe ich die Bodenattacke? Hoffentlich. Der ist schneller als ich. Das wird verdammt eng. Aber jetzt bin ich im Sturzbach-Bereich. Und jetzt müsste Aquachat kill. Ich bin so dumm. Der hat ja auch einen. Ich bin so lost. Ja, lost. Oh, nein. Was fehlt jetzt noch? Garchomp. Ach du Scheiße. Ich muss da drin bleiben. Also, aber ich überlebe kein Erdbeben. Keine Chance, Junge. Keine Chance. Ich verliere noch mindestens ein Pokémon. Dragonclaw. Es ist nur Dragonclaw. Oh mein Gott. Ja, es ist das Sicherste, noch eins draufgehen zu lassen, glaube ich. Also, ich könnte es vielleicht noch anders machen, aber das kann ich nicht riskieren. Sorry, der kann Extreme Speed. Was? Nicht. Gegen die Beldra haben wir tatsächlich nicht so viel. Der ist Käfer auch, ne? Ich muss erstmal zum Mark raus. Aber was ich dann mache, weiß ich nicht. Ich habe zwar Hidden Power, das müsste Flug sein. Er drückt Dragonclaw. Das ist Scam. Warum drückt der nicht die Boden an?
Ich wechsle beide raus. Ich brauche die beide noch, glaube ich. Pixie, was macht Pixie? Also Effi kommt rein, klar, der ist voll. Aber Knuddler. Was ist, wenn jetzt einfach Flunkief auf Knuddler geht? Ich wechsle, glaube ich, links tatsächlich Effi rein. Könnte aber sterben, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt hier überlege ich, ob ich sogar Brokkolos untergehen lasse, wobei ich den eigentlich brauche. Ich überlege, ob ich einfach Finn reinschicke. Kürzester Auftritt ever, aber ich glaube, das ist ja Finn rein. Sorry. Und gehen die bei Ironhead. Beide auf den. Na gut, dann wäre es egal gewesen, wenn ich da reinschicke. Das ist ja gar nicht lächerlich oder so. Nein, nein, nein. Ich gehe auf Close Combat. Sorry. Es tut mir leid. Und ich mache Earth Power. Ich gehe mit beiden auf Lungenkiefer. Das hilft nichts. Ja, das wird es gewesen sein jetzt. Moonblast. Ja, RIP. RIP Scaraborn. Aber die gehen beide auf. Ja, das war klar. Ja, das habe ich ja gehofft, dass ich es überlebe, aber Ada ist zu langsam. Ach man, das ist doch einfach scheiße. Ich hoffe, ich bin schneller. Ich gehe jetzt auf sein Headbutt. Der ist schneller als ich. Warum sind die alle so schnell? Und das ist Luftstoß übrigens. Crit. Erstmal Nuzzle ab. Was ist das? Ich weiß nicht, was das war, aber es hat nicht so viel Schaden gemacht. Das Anschmiss ist jetzt ein bisschen blöd, aber geht nicht anders. Jetzt auf Bolt Switch. Der ist immer noch schneller? Was? Warum? Wir sind schneller tatsächlich. Das heißt, Gol'Kanis überlebt hoffentlich noch die Unlicht-Attacke. Nee, das ist ein Krego-Attack, Digga. Mit Anpacken. Nee. Nee, nee, nee. Gol'Kanis wird sterben, schätze ich. Close. Was? Betrug. Adopam trifft. RIP. Nee, nicht mal. Natürlich. Natürlich gehen die wieder beide auf eine Seite. Mann, das ist so eine Scheiße. Wie soll ich das denn schaffen? Die gehen doch jetzt safe wieder beide auf eine Person. Und es trifft auch wie... Come on. Auf Gol'Kanis. Ja, Hydropam trifft er eh immer, deswegen ist egal, was ich mache. Es ist vorbei, sage ich jetzt mal einfach mal ganz herzlichst. Und ich konnte nichts dagegen tun. Trifft. Es trifft. Ist so ein Betrug. Bitte kill das Taubos. Das muss gehen, das ist Expertengut. Wenn das nicht killt, danke. Dann ist das schon mal weg. Koppens kann in Ruhe. Wobei in Ruhe, es kommt ein Erdbeben. Das wird halt auch nochmal eng. Ja, dann. Okay, der checkt nicht, dass wir beide das haben. Aber Fabian wird eh sterben. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der auf Azumarill jetzt gegangen wäre. Aber gut, wäre auch dumm. Der kann safe auch Erdbeben. 100 Pro. Dafür ist der doch da, oder? Der Redaktion muss irgendwie weg. Aber ich glaube, wir werden eh jetzt beide sterben. Deswegen ist es ziemlich egal. Ich wusste das Erdbeben. Beide sind tot. Ne? War ein Crit. War ein Crit. Bestes Spiel. Ja, komm, wenn man so verarscht wird, sorry. Keine Ahnung, was willst du dagegen machen? Warum gehst du jetzt auf den? Wobei, das ist vielleicht sogar ganz gut. Besser, als wenn der jetzt auf Dings gegangen wäre. Weil der andere stirbt eh durchs Handsturm und wir müssen jetzt halt links treffen. Weil da ist, denke ich, den Spezialangriff. Oh mein Gott, Harry. Okay, nevermind. Trifft wahrscheinlich. Trifft. Trifft, natürlich. Und das ist ein One-Hit wahrscheinlich, ne? Nee, nicht ganz. Und nochmal Hurricane. Trifft beides. Noch Fragen? Oder ist euch das alles hier zu viel? Wie mir gerade. Hast du Unlicht? Wartet kurz. Ich guck das jetzt kurz nach. Ah, der ist Boden. Genau, der ist Boden. Ich habe jetzt einen zweifachen Boost, den gebe ich nicht her. Der wird ja jetzt eh Leafstorm machen. Deswegen schicken wir jetzt Pion und Draghi hier rein. Aber das wird so schief gehen. Komm, mach mal die zwei Starter. Und ich krieg da letzten Boost, ne? Und mich danach umbringen. Super. Und die gehen beide auf mich. Pion Draghi ist tot. Und das nach 10 Minuten. Der Drops ist gelutscht, Freunde. Der Drops ist sowas von gelutscht. Das ist halt einfach Fakt. Das wird nämlich nicht reichen. Du bist nämlich ein Drache, ne? Ja. Leer. Ja, auch nicht besser. Noch schlimmer. Jetzt bin ich paralysiert. Tschüss, Panferno. Nachdem man da so zwei krasse Kämpfe hatte, keine Encounter hat, packt man hier jetzt noch Bell hin. Also das fühle ich absolut gar nicht, weil ich habe jetzt verloren. Eigentlich ist es total sinnlos, jetzt noch weiter zu kämpfen. Denn jetzt war es das Close Combat und Ende. Offiziell Pokémon World Wide 2 Redux Hardcore Nuzlocke. Mein Erfolgsprojekt irgendwo. Und das Projekt, was mich wieder über, ich weiß gar nicht, wie viele Monate jetzt begleitet hat, ist hiermit zumindest von meiner Seite aus erstmal beendet. Aber von meiner Seite aus kommt jetzt auch noch eine kleine Ankündigung zum Ende hin. Und zwar dachte ich mir auch mit euren Kommentaren, wir müssen auf jeden Fall das Spiel beenden. Das ist klar, das steht fest. Mein Vorschlag wäre jetzt, mit eurer Zustimmung, wir spielen das einfach im Stream zu Ende, haben Spaß, machen nicht so auf Hardcore Nuzlocke vielleicht ein bisschen, achten schon darauf, dass wir nicht dauerhaft sterben, aber machen das ein bisschen gemäßigt, ein bisschen locker und gehen da im Stream durch. Wir suchen uns irgendwie oder lassen uns 10 Pokémon auslosen und mit denen schaffen wir das Spiel dann hoffentlich noch und genießen noch ein bisschen das Ende, ohne vielleicht die ganze Zeit angepisst zu sein. Wenn das ein Vorschlag ist, wenn ihr da Bock drauf habt,
ihr wisst Bescheid, dann sagt Bescheid. Dann können wir Pokémon Worldwide 2 auf jeden Fall noch abschließen. Das waren auf jeden Fall alle Tode, die wir zu verzeichnen hatten. Es waren einige mal wieder, aber es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns im Stream und dann machen wir das Ding zu Ende und packen es nochmal an.